Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prince of Persia, dieses Mal mit der Folge Nummer 14. Wir wollten diesen widerspenstigen Lichtkeim da unten einsammeln und da müssen wir, glaube ich, von außen auf die untere Plattform kommen. An den hier kommen wir auch nicht ran, also gehen wir mal einfach hier weiter. Oh, 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 das war gar nichts von mir. Was? Da kommt. Wir müssen weitergehen. Ja, ich dachte, ich komme über den Ring hier weiter. Letzter. Das war mal ein Fehl. Eine Fehleinschätzung von mir. Da waren wir doch aber schon. Ah, da hätte ich runtergekonnt. Okay. Ach nee. Sag bloß, da kann ich nicht runter. Wir müssen weiter. Ja, ist ja gut. Ich will ja nur Lichtkeime sammeln. Ah. Okay. Und kann ich mich dann nicht runterlassen? Nee, das darf ich nicht. Das ist zwar nicht so hoch. Bitte seid achtsam. Meinst du, dass ich da vielleicht runterkomme? Oder muss ich da ganz außen rum? Och, ich fürchte, da muss ich ganz außen rum. Aber wie? Um Himmels Willen komme ich da wieder zurück? Und da oben sind auch noch, ist auch noch ein Lichtkeim. Oh, ey, oh, ey. Ja, es wird immer verzwickter und unübersichtlicher, wie es jetzt da hier weitergeht. Okay. Kann ich da vielleicht runter? Ah, da kann ich doch runter, oder? Jawohl. Jawohl. Ach so, nein. Jetzt. Danke euch. Ein Lichtkeim. Das Licht wird stärker. Noch ein Lichtkeim. Das Licht wird stärker. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Genau. Wir hätten es so einfach haben können, aber nein. So, dann würde ich sagen, geht es wahrscheinlich hier weiter. Ja. Aber die Frage ist, wo geht's weiter? Da kann ich nirgendwo runter. Da kann ich wahrscheinlich hier wieder rauf. Ja, genau. So, dann habe ich die Lichtkeime, an den da unten komme ich noch nicht dran. Kann ich hier noch was machen? Ne, da unten ist noch eine Plattform. Genau. Okay, da ist noch eine Plattform. Kann ich da irgendwie runter? Oh nee, da kann ich nicht runter. Aber da kann ich rauf. Okay. Ich wollte zwar eigentlich runter. Da ist noch einer. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier noch... Hab Dank. Gerne doch, Elika, gerne. Da käme ich rüber. Da käme ich nicht rüber. Also müssen wir mal diesen Weg versuchen. Da kommen wir nicht rein. Da komme ich aber auch nicht rauf. Das ist ja lustig. Okay, das ist auch sehr schön. Ein sehr schönes Bild, finde ich. Hm. So, hier hatten wir ja unseren Kampf mit unserem Freund. Na gut, er ist nicht unser Freund. Er ist unser Gegner, aber... Ah, genau, dann... oh, geht gut. Hui. Und dann können wir da aber rüber... Oh, da war ich zu langsam. Da habe ich die Elika-Taste zu langsam gedrückt. Genau so macht man das aber. So. Wir lassen uns eins runter. Und dann lassen wir uns noch eins runter. Ihr könnt damit nicht aufhören, was? Was auch immer er da meint. Ah, das ist eine Kraftplatte. Da bin ich mal davon überzeugt, über die können wir springen, arbeiten. Sollen wir das mal machen? Sollen wir mal gleich über die Kraftplatte gehen? Versuchen wir mal die Kraftplatte. Wo kommen wir da hin? Ich weiß schon, wo das hinführt. Ja?
zur nächsten Kraftplatte. Wow. Ah, das sind aber mal Kombinationen jetzt hier. Ah. Und jetzt sind wir auf der unteren Ebene. Und jetzt kommen wir an unseren widerspenstigen Lichtkeim heran. Genau. Ha. So. Aber ansonsten haben wir jetzt keinen Lichtkeim mehr, der sich uns widersetzt, oder? Ich glaube, hier drinnen haben wir recht gut aufgeräumt. Das war knapp. So. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ach, da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder ganz rauf. Ach, großartig. Ja, prima. Ja, dann machen wir das doch. Und ich denke, das wird hier über die Kraftplatten funktionieren. Oh. Oh. Falsche Taste gedrückt. Verzeihung. Ah. Danke. Nein. Das war mal alles die richtige falsche Taste. Zu früh habe ich Y gedrückt. Jetzt. Das sind aber akrobatische Nummern hier. Ich wollte schon immer fliegen. Ja, wenn es sicher ist, spricht nichts dagegen. Da müssen wir jetzt wieder... Genau. Genau, jetzt sind wir oben. Nein! Was machst denn du da? Du sollst doch hier hinspringen. Ach, und ich habe wieder nicht auf das Windrad geachtet. Na. Ach, hey. So gut. Nächste Geschichte. Ich würde mal sagen, machen wir jetzt mal. Jawohl. Genau. Genau. Und jetzt sind wir auf der oberen Ebene bei den Kraftplatten. Die haben wir auch schon ein paar Mal benutzt jetzt, gell? So ein Airtrip. Und wir sind wieder hier drüben. So. Wo wollen wir jetzt denn eigentlich hin? Wir wollen irgendwo hin, wo wir hinkommen. Also, laufen wir mal da weiter. Ah, da wollte ich aber nicht hin. No. Glück. Nein. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hatte kein Glück. Ich hatte Elika. Ah. Elika! Ja, sage mal. Muss ich da innen hoch oder was? Oder? Ach, da innen kann ich hoch. Sag das doch gleich. Und jetzt bin ich wieder auf den oberen Ebenen. Genau. Knapp. Aber da muss man springen. So. Da waren wir drüben. Ach, da muss ich noch weiter hoch. Da muss ich dann noch weiter hoch. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal hier außen rum. Uiuiui. Ganz langsam. Genau. Einmal zu oft A gedrückt. Einfach mal den Finger stillhalten. So. Da kommen wir nämlich wieder hoch. Genau. Und dann müssen wir wieder da rüberspringen. Und dann auf der anderen Seite wieder raus aus dieser Windmühlen-Arena oder was auch immer das ist. Genau. Dann können wir mit Elikas Hilfe uns darüber hangeln. Verzeiht. So, und jetzt können wir uns um die Lichtkeime hier kümmern. Da und da.
Wobei das da aussieht, das müsste ich dann nochmal irgendwie rauf. Aber okay, eins nach dem anderen. Wow, sind das viele. Wie viel habe ich denn? 22 von 45. Na gut, dann machen wir mal hier wahrscheinlich eine riesen Rutschpartie. Juhu. Oh, oh. Ah, seid bereit. Das hätte ich verstehen müssen, dass er damit Elika meint. Ja, 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 ja. Einmal. Genau. Hui, tolle Rutschpartie. Okay. Ich würde mal sagen, da geht's weiter, oder? Oh, da, ja, und wie es da weitergeht. Synchron schwingen. Wow, was war denn das für ein Geräusch? Da geht's nochmal weiter. Oh no! Einer von Ariemanns Kumpeln. Ah. Oh, aua. Ah, das war aber eine schnelle Sache. Eine tolle Hilfe. Also, euch war niemand zur Stelle. Ja, gab halt niemand besseren. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Also, schauen wir auf die Karte. Ah, ich bin wieder zurück, weil hier wird es schon wieder so dunkel. Und es sind auch keine Lichtkeime mehr da, also gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Aber den hätten wir immerhin erledigt, das ist schon auch keine schlechte Sache. So, nachdem wir jetzt den Weg einigermaßen kennen, werden wir jetzt auch mal ein bisschen mutiger. Okay, und da kann ich dann wahrscheinlich sogar nach oben. Oh, da kann ich mir vielleicht die oberen holen. Genau. Jawohl, das sieht doch gut aus. So. 115 haben wir schon. Nochmal verlängern. Und Schwung. Und rüber. Was für ein schöner Salto das war. Hey. Das ist ein schwarzes Tor. Dies könnte böse sein, das schwarze Tor. Da wollen wir nicht rein. 29 von 45 haben wir. Also sehen wir mal zu, wie wir an die paar hier noch rankommen. Oh wei. Ich glaube, da müssen wir springen und rutschen. Springen. Und wieder. Gut, da können wir noch ein paar einsammeln. Kann ich da auch? Da kann ich auch hin. Dachte ich mir doch, oh, aber wie komme ich denn an den hin? Uff. Ja, machen wir erstmal die hier. Wahrscheinlich kann ich hier irgendwie hoch. Ah, nein, 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 Elika. Alles wird gut. Das will ich hoffen, Elika. Okay. Aber da war doch noch... Da war noch einer. Puh, da muss ich da rauf. Da muss ich da ganz rauf. Naja, schauen wir mal. Holen wir erstmal den hier. Genau. Okay. Puh, wieder beim schwarzen Tor. So, 33 von 45. Okidoki. So, Elika. Ja, ich denke aber mal, wir müssen den Weg hier gehen. Wenn wir an die restlichen Lichtkeime hin wollen. Okay. Also ich muss gestehen, der da oben bleibt mir ein Rätsel im Augenblick. Das ist mir jetzt nicht ersichtlich, wie ich an den hinkommen soll, weil selbst Elika kann mich da nicht rauf katapultieren. Dann holen wir uns mal die hier. Wie war das jetzt noch? Ah ja, hier. What? Genau.
Da muss ich da rüberspringen, genau. Halt, 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 halt. Du drehst dich zu weit. Ah. Genau. Genau. Falsche Richtung, macht aber nichts. Also. Genau. Wie ein Äffchen. Nee, der bleibt mir wahrscheinlich jetzt erstmal verborgen. Da weiß ich noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Nach oben. Genau. Dann machen wir hier noch den Deckenlauf. Oh, und wieder einer von Adimans Freunden. Ja, Leute. Wieder einer von Adimans Freunden, aber den machen wir in der nächsten Folge, weil ich glaube, der wird sich nicht so einfach geschlagen geben wie der vorherige. Oder vielleicht doch, wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.